So, ja, dann wollen wir mal, was? Einen wunderschönen guten Abend, vielen Dank an die Lieberlut, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Es ist mir immer ein Fest und eine Ehre, hier zu sein. Heute zum Thema Automatisierung. Wer hier ist denn, würde sich eher als Softwareentwickler bezeichnen? Und wer als DevOps-Engineer oder sowas? Oh, da gibt es auch ein paar. Jetzt muss ich aufpassen, was ich erzähle heute. Genau, also ich würde mich selbst auch eher als Softwareentwickler bezeichnen als DevOps-Engineer. Ich bin aber ein totaler Automatisierungsfreund. Und mein Motto ist eigentlich immer, automatisiere so lange, bis die Arbeit scheiße langweilig ist. Und mit scheiße langweilig meine ich jetzt nicht so dieses langweilig, oh, ich habe keinen Bock da drauf, ich will das nicht machen, sondern wir als Entwickler wollen ja immer coole, komplizierte Probleme lösen und nicht so Sachen, die jeder machen kann. Und wenn es langweilig ist, heißt das, ich kann einen Knopf drücken und das kann theoretisch ein Affe, ja, das immer heißt, ja, a monkey can do it. Ja. Und da will ich eigentlich hin. Ja. Ich will so weit automatisieren, dass ich am Ende nur noch einen Knopf drücken muss und ich bin glücklich. Ja. Ich komme immer wieder in Teams, wo es heißt, okay, wann können wir ein Release machen? Und dann sagt einer, ja, nächste Woche, weil die zwei, die das sonst machen, sind gerade nicht da. Und das ist immer so ein Zustand, da werde ich immer ganz hellhörig. Ja. Warum ist das so? Wieso brauchen wir unbedingt diese zwei Menschen, die das können? Wieso kann das nicht jeder machen? Ja, aber wenn ich heute über Automatisierung spreche, dann reden wir eigentlich über drei Dinge. Ja, zum ersten ist das so, dieses Tischlein deck dich. Ja, so, das heißt, wir müssen erstmal was aufbauen, worauf unsere Software überhaupt laufen kann. Ja, das heißt, wir müssen eine Umgebung schaffen, wo unsere Webanwendung quasi laufen kann. Ja, das heißt, wir müssen irgendwelche Server haben und da muss irgendwie Software installiert werden und so weiter. Und Konfiguration muss da hingepackt werden. Und das ist quasi so dieses Tischlein-Deck-Prinzip. Der zweite Teil ist quasi, da machen wir ein Paket. Ja, wir schnüren quasi aus unserer Software ein Paket, so dass wir es auf unsere verschiedenen Umgebungen, die wir so haben, ja, sagen wir haben irgendwie eine lokale Entwicklungsumgebung oder wir haben eine Integrationsentwicklungsumgebung oder vielleicht eine QA-Entwicklungsumgebung und natürlich die Produktion. Das heißt, wir haben dieses Paket und das wollen wir dann quasi genau dahin liefern, wo es hin soll, auf unsere ganz vielen verschiedenen Anspielstationen. Ja. Und wenn wir quasi so weit sind, dann packen wir nochmal alles irgendwie zusammen, ja, sodass alles hier so super zusammenspielt, wie wir das hier sehen, so in etwa. Ja. Das heißt, legen wir mal los, ja, fangen jetzt mit der Systemkonfiguration an. Und es gilt eigentlich für alles, was ich so erzähle. Ich mache jetzt Beispiele anhand von den Tools, die ich benutze. Es gibt aber ganz viele Alternativen. Die Tools spielen im Endeffekt keine Rolle. Ich werde immer sagen, warum ich die Tools nutze, die ich hier anpreise. Ja? Aber es gibt immer Alternativen, die ihr auch nutzen könnt. Ja? Und bei der Systemkonfiguration bin ich ein ganz großer Ansible-Freund. Ja? Also ihr könnt da Sachen benutzen wie Puppet, Chef, Salt. Das ist komplett euch überlassen. Ich bin ein totaler Ansible-Freund. Und warum ist das so? Wie gesagt, ich bin eher Softwareentwickler, ja, und die Lernkurve bei anderen Tools war für mich irgendwie ganz schön hoch. Und auf der Startseite von Ansible sieht man eigentlich Powerful Automation that you can learn quickly. Und das ist genau das, was ich bestätigen kann. Es ist wirklich einfach. Die Einstiegshürde ist wirklich klein. Man kommt sehr schnell irgendwie zu wirklich nutzbaren Ergebnissen. Ja. Also Ansible. Ja. Ansible ist in Python geschrieben. Ihr müsst aber keine Angst haben, ja, so als PHP-Entwickler, man muss eigentlich kein Python schreiben. Ja. Wir konfigurieren alles in YAML. Ob das jetzt so viel schöner ist, ist vielleicht eine andere Frage, aber grundsätzlich müssen wir kein Python schreiben. Es sei denn, wir wollen irgendwie super spooky Sachen machen und Ansible erweitern, dann können wir auch ein bisschen was mit Python machen. Was richtig cool ist an Ansible, wie ich finde, ist, dass es SSH benutzt.
Ja, es ist, also man muss nicht vorher hingehen und irgendwelche Agents installieren auf seinen Servern, sondern es benutzt eine schon hoffentlich existierende SSH-Verbindung auf dem Server, die es hoffentlich gibt, um da Zeug zu installieren. Und das, wie gesagt, es benutzt keine Agents. Und das Schöne ist, es ist halt kein Angriffsvektor zusätzlicher. Wenn ihr irgendwo einen Daemon installiert oder so, dann ist das immer ein Angriffsvektor, den ihr irgendwie nach draußen aufmachen müsst, sozusagen. Ja? Und das Stück Software brauchen wir hier nicht, ja, sondern wir machen das alles über SSH. Wie funktioniert jetzt Ansible? Ansible hat ein paar Module, die es mitbringt, und da sind ein paar schöne. Das erste ist Package Management, das unterstützt irgendwie das ganz normale Debian, Apt, Yum und so weiter. Man kann jedes beliebige Command ausführen irgendwie auf dem Remote-Server. Das macht Service Management, um Start, Stop, Restart zu machen mit bestimmten Services. Das macht File Handling, man kann Sachen rüber kopieren und zusammenbauen. Und was auch vielleicht ganz interessant ist, irgendwie, es hat ein Source Code Management Modul, was so Unterstützung bietet für Git, Parser und Subversion. So. Das heißt, das ist das, was Ansible alles mitbringt. Ja, das ist quasi out of the box dabei. Und jetzt müssen wir natürlich irgendwie was tun. Ja? Wir wollen das ja benutzen, dieses tolle Ansible. Und das Erste, was wir machen müssen, ist, wir müssen uns ein Inventory anlegen. Und ein Inventory sagt jetzt quasi, was ist quasi da, was haben wir, ja? Welche Server haben wir und welche Servertypen haben wir, welche IP haben die. Und man kann dann unterschiedliche Inventories anlegen für zum Beispiel Local. Da hat man diese Server und für Integration haben wir diese Server und Production sind dann diese Servers. Das sind dann unterschiedliche Inventories, die wir haben. Und sehen wir aber gleich alles noch ein bisschen im Detail. Was wir dann machen müssen, ist, wir müssen Rollen anlegen. Ja? So wie in so einem Team hier ist es so, dass jeder eine ganz bestimmte Rolle hat. Ja? Bei Ansible ist es so, das ist so ein Best Practice für jedes Tool, was man installieren möchte, irgendwie, sei es ein Nginx, eine Datenbank oder was auch immer, dass man eine eigene Rolle definiert. Ja, das heißt, wir haben eine Rolle Apache, wir haben eine Rolle MySQL oder wie auch immer, wir haben eine Rolle PHP und all solche Geschichten, mit denen wir dann arbeiten. Und das, was das Ganze dann zusammenbaut, sind quasi die sogenannten Playbooks. Ja, im Playbook steht dann sowas drin wie, ich möchte auf dem Inventar so und so die Rollen A, B, C ausführen. Das heißt, ich möchte auf meinen Webservern Nginx und PHP installieren zum Beispiel. So. Dann schauen wir uns mal an, wie wir sowas konfigurieren können. Ja, hier haben wir als Demo mal so ein Inventory. Und was halt cool ist, wenn man seine Software und all diesen ganzen Kram irgendwie skriptet in diesen DevOps-Zeugs, ist, das ist ja eben die Konfiguration als Code und man kann sich ein Git-Repository anlegen und dann quasi seine Konfiguration in einem Versionsmanagement dann quasi handeln. So als Beispiel habe ich hier als Ops, ja, ich habe hier so ein Ops, das ist mein Git-Repository für meine Ansible-Skripte und dann habe ich quasi drei Inventories angelegt, eins für die Integration, eins für Local und eins für Production. Wir gucken uns jetzt hauptsächlich das Integrationsding an, aber wie gesagt, ihr könnt da x Inventories generieren, wie ihr gerade wollt. Ja? Und wie ich gesagt habe, besteht so ein Inventory meistens irgendwie einfach erstmal nur aus der Liste von Servern, die man irgendwie maintainen möchte. Ja? Und hier stehen jetzt einfach so ein paar Blind-IPs, die ich mir irgendwie aus dem Finger gesogen habe. Aber das Coole ist, man kann halt so Gruppen bilden. Ja? Also hier in dem Fall haben wir zwei Gruppen. Wir haben einmal Webserver und DB-Server. Und man kann Gruppen von Gruppen machen und all solche Späßchen, ja? Aber so kann man das quasi so ein bisschen organisieren, sein Inventar. Dann schauen wir uns an, was machen wir mit einem Playbook. Ja? Ein Playbook sieht jetzt hier so aus, wie schon gesagt, man muss sagen, auf welchem Inventar möchte ich das irgendwie oder auf welchen Servern möchte ich das ausführen. Und hier ist jetzt quasi, wir möchten das auf unseren Webservern ausführen. Ja? Und das sind quasi die im Inventar stehen. Ja, und welche Rolle wollen wir da ausführen? Wir wollen die Rolle Apache wollen wir da ausführen. Das heißt, wir wollen die installieren. Ich bin schon ein bisschen betagter. Das heißt, ich bin eher noch ein Apache-Kind als ein Nginx. Aber wie gesagt, das könnt ihr dann machen, wie ihr das gerne wollt. Das heißt, wir haben jetzt, hier steht jetzt, wir brauchen die Rolle Apache. Da müssen wir die natürlich anlegen.
Und das sieht jetzt auf den ersten Blick ein bisschen verwirrend aus, aber es ist quasi das, was auch die Best Practices von Ansible sagen, was man tun soll. Wir haben ein Rollenverzeichnis, in dem Fall Roles, und da legen wir quasi für jede Rolle wieder ein eigenes Directory an, das ist quasi das Apache Directory. Und dann haben wir da drin wieder vier Directories, Files, Handlers, Tasks und Templates. Und Files braucht ihr, da könnt ihr einfach Dateien reinlegen, die ihr 1:1 auf den Server kopieren wollt. Ja, das ist eine Datei, eine Konfigurationsdatei, die sich nicht ändert, die wollt ihr einfach auf den Server kopieren oder so. Die liegt ja am geschicktesten da rein. Handlers sind einfach dafür verantwortlich, eure Daemons neu zu starten. Ja, die starten, stoppen, restarten eure Daemons. Die kommen da rein. Und dann gibt es quasi Tasks. Das ist das, was eigentlich wirklich ausgeführt wird. Da beschreibt ihr, was eigentlich wirklich gemacht werden soll in dieser Rolle. Und in Templates ist es so, in Templates liegen Dateien, die jetzt pro Server vielleicht ein bisschen unterschiedlich sind. Ja, das heißt, wenn ihr in einem Inventory eine Variable definiert oder so, dann könnt ihr quasi aus diesen Variablen dann mit den Templates dann wieder Dateien zusammenbauen. Genau. Dann schauen wir einfach mal hier auf die Task-Geschichte. Ja? Wir haben jetzt zum Beispiel zwei Tasks, ja, in unserem YAML-File. In unserem Fall ist das einmal install Apache, ja, und wir kopieren einmal eine Prefog-Config rüber. Ja? Das heißt, am Anfang benutzen wir das Package-Modul von Ansible und darunter benutzen wir das File-Modul. Ja? In dem Fall ist das eigentlich schon alles, was ihr machen müsst. Am Anfang, ihr sagt einfach das Package Apache 2 und es soll einfach installiert sein. Und bei der Prefog-Konfiguration sagt ihr einfach, okay, bitte kopier mir das an die und die Stelle. Und wenn sich da was ändert oder wenn ihr das gemacht habt, dann wollen wir natürlich irgendwie mal, wenn sich da was ändert, sollte man den Apache restarten, sonst sieht man natürlich nichts davon. Und deswegen gibt es dann dieses Notify-Ding, was quasi den Handler triggert. Ja? Den Handler, den sieht man, wie gesagt, in dieses Handler-Verzeichnis, ja, der sieht dann so aus, ja? Der heißt dann eben so wie das, was man getriggert hat, Restart Apache, und in der Aktion steht einfach, soll einfach der Service Apache 2 soll einfach gerestartet werden. Ja? Das ist eigentlich auch schon alles für den Handler. Ja? So, was haben wir jetzt gemacht? Ja, also wir haben quasi unsere Inventories angelegt, wir haben ein Playbook angelegt, da stand drin, auf welchen Servern wir irgendwas ausfüllen wollen. Wir haben die Apache-Rolle angelegt und in der Apache-Rolle haben wir quasi die Tasks angelegt, die dafür sorgen, dass das wirklich was installiert ist. Ja. Und das heißt, jetzt können wir schon loslegen. Ja, jetzt können wir schon dafür sorgen, dass irgendwie unsere Software auf unseren Maschinen installiert wird. Das heißt, wir gehen jetzt hin, gehen auf die Kommandozeile, rufen das nette Ansible Playbook Command auf. Ja. Dann sagen wir, okay, wir wollen das Inventory Integration benutzen. Ja. Und dann sagen wir, okay, wir wollen dieses Playbook hier ausführen, unser tolles Install Web Server YAML, was wir gebaut haben. Und wenn man sich nicht vertippt hat oder sonstigen Kram, dann kriegt man eine Ausgabe so ähnlich wie diese hier. Ja. Und dann sagt einem Ansible, ja, ich habe jetzt das Play Web Server ausgeführt. Da habe ich hier eine Apache installiert und die Prefog-Konfiguration rüber kopiert. Und dann sieht man hier, ja, es scheint alles gut gegangen zu sein auf diesem Server und ich habe zwei Sachen geändert. Ja, alles gut. Und wenn man das Ganze jetzt nochmal ausführt, dann sieht das Ganze so aus. Ja, das war schon da, ist schon okay, das ist auch auf dem aktuellen Stand, also alles gut und ich musste keine Änderungen machen. Das heißt, man könnte das eigentlich immer wieder machen und nichts. Und nur wenn sich was ändert, würde quasi hier wieder ein Change stehen und dann würde der Notify loslaufen und quasi das Restarten. Ja, that's it. Quasi Software installiert. Was richtig cool ist an Ansible, ihr könnt mit --check, ja, könnt ihr zum Beispiel dafür sorgen, dass ihr einen Dry Run macht. Ja, das heißt, Ansible ändert nichts auf dem Server, aber es zeigt euch quasi an, was es gemacht hätte. Ja. Und mit --diff zum Beispiel könnt ihr euch dann wirklich noch angucken, welche Datei das wirklich wie verändert hätte. Ja, also es ist wirklich recht sexy. Und wenn man möchte, ja, kann man zum Beispiel auch Sachen irgendwie nur auf einer Maschine deployen, irgendwie aus seiner tollen Webserver-Farm und sagt, okay, ich möchte erstmal gucken, ob das auf dem Server sauber läuft. Irgendwie, vielleicht hat man ja die PHP-Version aktualisiert oder so und will erstmal gucken, ob das noch funktioniert. Ja, und dann kann man sagen, okay, mit --limit
kann man einfach sagen, okay, ich mache das jetzt erstmal nur auf dem Server und guck mal, wie es sich verhält. Und das heißt, ihr müsst nie wieder hingehen und euch per SSH auf den einen Server und auf den anderen Server und die Configs rüberschreiben oder vielleicht mit VI noch editieren oder so, sondern die Sache ist quasi gegessen vom Tisch. Ihr schreibt das alles nur noch in YAML-Files, wie ihr das haben wollt. Ja, das ist schon nicht so schlecht. Ja, das war so. Na, so. Und das, wie gesagt, das funktioniert quasi für alle Tools. Ja, das ist für den Apache, ob ihr das mit MySQL macht oder wie auch immer. Ja, ihr könnt da relativ viel skripten oder auch noch eigene Bash-Skripte aufrufen. Da ist euer Fantasie quasi keine Grenzen gesetzt, sage ich jetzt mal so. Ja? Also gehen wir so den nächsten Schritt. Ja, gehen wir mal zum Software-Packaging. Ja, schauen wir uns das mal an. Und wie schon gesagt, ich bin eher alte Schule. Ja, das heißt, ich benutze noch irgendwie so Technologie aus den 90ern, würde ich mal fast sagen. Ja. Das ist in meinem Fall Apache End. Ihr könnt aber auch Fing benutzen. Das ist ein PHP-Klon von Apache End. Ihr könnt, was weiß ich, ich sehe in letzter Zeit super viele Leute, die das in Composer machen mit den Skript-Geschichten. Ja, sucht euch was aus. Ja. Da könnt ihr quasi frei entscheiden. End hat ein paar nette kleine Vorteile, zu denen wir später noch kommen. Von daher bin ich immer noch ein End-Freund, ja, weil es einfach tut, was es soll. Ja. End ist in Java geschrieben. Ja, es ist Java, aber es ist trotzdem cool. Es hat eine XML-Konfiguration. Ja, es ist XML, aber es ist trotzdem cool. Und das Ding ist, das, was bei Ansible gerade Tasks hieß oder was wir als Jobs bezeichnen oder als was auch immer, heißt bei Target, wo auch immer. Das Coole ist, es kommt aber bundled mit Java. Das heißt, wenn ihr es auf einem Linux-Server, wenn ihr Java installiert, habt ihr Arndt auch automatisch mit dabei. Das ist, wenn ihr per Package macht oder so, ist es eigentlich standardmäßig immer dabei. So, also, wie sieht so ein Packaging aus, was wir machen? Ja, als PHP-Entwickler oder so ist das natürlich, wird das immer, sage ich jetzt mal, die Web-Apps, die wir so haben, die werden immer komplexer. Ja? Das heißt, wir haben irgendwie einen Composer, dann machen wir vielleicht irgendwas mit Webpack, dann müssen wir irgendwelche Dependency Injection Container compilen und dann müssen wir, was weiß ich, irgendeinen Cache-Warm-up machen oder was auch immer. Ja? Also ganz verrückte Dinge müssen wir tun, damit wir irgendwie mal unsere App starten können. Und in End kann man das quasi alles irgendwie einfach nur konfigurieren, sage ich jetzt mal. Ja, diese ganzen Tools kann man quasi einmal konfiguriert aufrufen. Die End-Konfiguration sieht im Endeffekt so aus. Ja, das heißt, wir können einfach mal das Projekt definieren irgendwie und dann gibt es ein Default-Target, also eine Default-Aktion, die ausgeführt werden soll. End ist der Standard des Bild, das heißt, den benutze ich eigentlich auch immer. Man kann das nennen, wie man möchte. Und in dem Fall ist es jetzt so hier, Bild sorgt mit dem Depends dafür, dass erstmal die Target 1, 2 und 3 ausgeführt wird. Ja, so kann man quasi sagen, okay, wenn jemand einfach den Standard aufruft, dann werden diese drei Targets ausgeführt. Ja, und die sind dann einfach hier, die definiert man dann einfach darunter und kann die konfigurieren sozusagen. Ja. Wie sieht so ein Real-World-Example aus? Ja, das ist quasi, wir machen mal so ein Composer-Install, das heißt, wir legen ein Target an mit dem Namen Composer Install und dann rufen wir einfach das Executable Composer auf. Wenn das schief geht, dann soll bitte der Arndt-Build auch fehlschlagen und dann können wir einfach irgendwie ein paar Argumente an das Command übergeben. In dem Fall ist das Install und --no-interaction, weil ja, die Interaktion ist ja irgendwie, der Arndt kann irgendwie nicht so richtig User-Input machen, deswegen rufen wir es so auf. Und das ist quasi dann auch schon das Target, einfach, was ihr habt, um jetzt einen Composer-Install zu machen. Zum Beispiel könnt ihr dann auch PHP-Unit irgendwie darüber ausführen. Ja, das heißt, ihr legt ein Target an, PHP-Unit, könnt hier noch irgendwie eine tolle Beschreibung reinschreiben, was dann im Output vorkommt. Und dann sagt ihr einfach, okay, wir rufen das PHP-Unit-Executable auf und wenn Unit-Test fehlschlägt, dann soll bitte der Anbild auch fehlschlagen. Ja? Das heißt, so sieht dann quasi eure PHP-Unit-Geschichte aus. Ja? Und das könnt ihr dann alles eintragen. Ja? PHP, den PHP-Code-Sniffer könnt ihr da eintragen. Ihr könnt da, wie gesagt, eigene geschriebene Skripte reinmachen. Ihr könnt das Webpack da reinpacken, was auch immer. Und das Coole ist, wenn jemand sich das Softwarepaket irgendwie neu klont, also
Er hat das Repository neu, dann muss er nicht 10 Skripte, dann muss er nicht in den README schauen und 10 Sachen aus. Was muss ich erstmal? Ich muss Composer Install machen. Mhm, okay. Ah, was muss ich jetzt mal? Ah, Webpack. Ah, okay, ja, okay. Webpack ausführen mit, ah, mit welchem Command? Ah, okay, und den Parameter. Ah, okay, den Parameter. Das ist einfach nervig. Ja? Sondern wenn ihr sowas macht irgendwie, dann weiß der Entwickler alles klar. Da steht dann einfach AND ausführen. Und ihr tippt euch dann, er führt einfach AND aus. Ja? Das heißt, ihr könnt, wie gesagt, alles damit machen. Ja, Assets minimieren, Cache Warm-up. Alles, was ihr als Skripte rumliegen habt, um euer Software-Packaging zu machen, könnt ihr damit machen. Wie sieht das also aus? Ihr ruft AND auf. Das ist alles. Ja? Wenn ihr es so aufruft, ja, dann wird das Default-Target ausgeführt, was Bild war. Ja? Und Bild führt alles andere aus. Ja? Das heißt, wenn ein Softwareentwickler das Projekt neu klont, dann geht er auf die Kommandozeile und ruft AND auf. Und dann sollte hoffentlich, wenn alles gut läuft, irgendwie, kann er dann eine valide Anwendung und kann damit anfangen zu arbeiten. Ja? Und wenn er irgendwie ganz spezifische Targets aufrufen will oder so, dann kann er das auch machen, dann kann er einfach sagen AND und dann den Target-Namen. Dann wird auch nur dieses Target ausgeführt. Ja? Das heißt zum Beispiel, wenn man irgendwie eine PHP-Unit-Call hat, der so eine Kommandozeile ist, warum auch immer, wenn es Spaß macht, ja, dann muss man das nicht jedes Mal in die Kommandozeile tippen, sondern man kann einfach immer AND PHP-Unit tippen und dann quasi muss ich keine lokalen Alias anlegen oder sowas, sondern das irgendwie quasi im AND XML quasi hinter. Das heißt, kein Rumgefunden mehr, ja, mit ich habe es jetzt geklont, aber es läuft nicht, sondern ich habe es geklont, AND ausgeführt und yes, ich kann irgendwie anfangen zu arbeiten. Ja, oder irgendwie die Software irgendwo hinpacken. Und damit geht es noch weiter. Ja. Das heißt, jetzt geht es um Software Deployment. Ja. Das heißt, wir wollen unsere Anwendung auf jeden Fall, wollen sie dahin bringen, wo wir sie eigentlich ausführen wollen oder wo wir sie testen wollen. Ja. Das heißt, wir müssen quasi das Ding nehmen. Ja. Das heißt, wir nehmen unsere Anwendung, ja, und müssen sie auf irgendeinen Server packen. Ja. Und wir wollen dann diese Anwendung, die wir da hingepackt haben, natürlich auch irgendwie aktivieren oder aufrufbar machen, ja, dass man sie testen kann oder dass der Kunde sie sieht. Und was richtig sexy wäre, wäre quasi, wenn wir auch noch schnelle Rollbacks machen würden. Ja. Und das heißt das für uns jetzt, als Webentwickler heißt das, was wir machen wollen ist, wir wollen unsere fertige Anwendung mit allen Composer-Dependencies und den minimierten Assets, die wollen wir nehmen, wollen sie auf den Server deployen und dann wollen wir hingehen und sagen, okay, jetzt brauchen wir natürlich dafür irgendwie eine Virus-Konfiguration für den Webserver, das heißt, die müssen wir da hinlegen und wenn wir die da hingelegt haben, dann müssen wir natürlich den Webserver neu starten, damit er das auch erkennt. Ja? Und was wir machen wollen ist, wir wollen für jede Version, die wir deployen, ja, das heißt, wollen wir ein neues Verzeichnis anlegen. Das heißt, wenn wir die Version 1.0.0 deployen, dann ist irgendwo auf dem Server liegt ein Verzeichnis mit Version 1.0 und dann liegt da das Software-Package. Und wenn wir die Version 1.01 deployen oder so, dann hat die auch einen eigenen Ordner. Ja, dann ist die auch quasi dahin deployed. Damit kommen wir vielleicht danach dahin, wie wir die schnellen Rollbacks wieder hinbekommen. Ja? Wie schon gesagt, Ansible ist eigentlich ja ganz cool, irgendwie um so Sachen zu konfigurieren und zu deployen. Das sagt zumindest die Dokumentation. Das heißt, irgendwie sind wir schon auf einem guten Weg dahin, würde ich mal sagen. Ja? Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir müssen unsere Inventories auf jeden Fall noch etwas optimieren, sag ich mal. Wir brauchen natürlich ein neues Playbook, eine neue Rolle, sodass, wie wir gerade eben da auch vorgegangen sind. Und das heißt, wir brauchen so ein paar, sage ich mal, Variablen, die sich irgendwie ändern auf unseren Servern, ja, die unterschiedlich sind, je nach Environment, auf die wir das deployen. Ja. Und das machen wir, indem wir in unserem Environment zum Beispiel jetzt solche Ordner anlegen und in GroupVars liegen zum Beispiel Dateien, da legt man eine Datei an, die heißt genauso wie die Gruppe und dann gelten die Variablen, die da drin stehen, für alle Server, die zu einer Gruppe gehören. Und bei HostVars ist es genauso, man legt halt dann einen Pfeil an mit dem Namen des Servers und dann gelten diese Variablen für alle oder für den Server quasi. Ja? Wir brauchen jetzt in unserem Beispiel nur Variablen, die für die Gruppe sind. Ja? Das heißt, wir legen uns jetzt ein Webserver-YAML-Pfeil an und das heißt, die Variablen gelten für alle Server aus unserer Webserver-Gruppe, auf die wir quasi die deployen wollen. Wir benutzen jetzt hier ganz einfach zwei Variablen, einmal das Environment und die Domain. Und
da ich ja gesagt habe, wir gucken uns hauptsächlich das Integration Environment an, steht hier als Environment natürlich Integration. Und die Domain ist quasi projectx.int oder wie ihr das auch immer nennt bei euch in eurem Test-Environment. In der Production-Config würde hier natürlich Production stehen und hier würde stehen de.com, whatever. Ja? Also wirklich eine gültige externe erreichbare Domain oder sowas. Ja? Das ist quasi die Erweiterung fürs Inventory, die wir jetzt gemacht haben. Dann schauen wir uns das Playbook an, was wir machen. Wir legen ein Playbook an, das wir nennen Deploy Project X. Ja, das ist relativ sprechend und sagt uns, was dieses Playbook tut. Es soll wieder auf den Webservern ausgeführt werden und wir wollen die Rolle Project X einfach darauf ausführen. Ja, selbes Spiel wie vorhin. Wir gehen in den Roles-Ordner, legen eine Project X-Rolle an, wieder mit den tollen vier Unterordnern. Und jetzt kommen wir quasi zu den Tasks, die wir gerade schon besprochen haben. Ja? Das heißt, was müssen wir machen? Ja? Wir müssen einmal das Versionsverzeichnis anlegen, ja? auf dem Remote-Server. Das machen wir wieder mit dem File-Module. Und hier benutzen wir jetzt noch eine Variable, die wir quasi von außen reingeben. Da komme ich gleich noch zu. Aber das heißt, wir legen auf jeden Fall mal dieses Directory an. Und dann kopieren wir einfach die Dateien auf den Server. Ja, das heißt, hier irgendwo haben wir eine App gebaut, würde ich mal behaupten, und die soll einfach hier nach www.projectx ins Versionsverzeichnis kopiert werden. Ja, die ganze fertig paketierte Kladderadatsch soll dahin kopiert werden. Ja, so, das sind eigentlich die zwei entsprechenden Sachen. So sieht dann quasi der erste Teil aus. Als nächstes müssen wir hingehen und müssen, wie gesagt, die Virus-Konfiguration deployen. Das heißt, wir müssen eben dem Webserver, ob es jetzt der Nginx Apache ist, müssen wir irgendwie beibringen, dass jetzt die Applikation in einem anderen Verzeichnis liegt. Ja? Dafür benutzen wir jetzt in dem Fall ein Template, ja? Und sagen ihm, wo er das Template dann quasi hinschreiben soll. Ja? Und wenn sich da was ändert, dann muss er natürlich muss er den Apache neu starten. Ja? Und So ein kleiner Ausblick, ein bisschen im Auge behalten. Hier gibt es auch so nette Tags, die man vergeben kann. Hier vergebe ich jetzt mal das Tag Rollback. Kommen wir dann gleich noch dazu. Ja. Damit haben wir quasi unsere Virus-Config deployed. Und das heißt, dann müssen wir die ja noch irgendwie aktivieren. Ja? Das heißt, und das funktioniert beim Apache genau wie beim Nginx. Wir machen einen Symlink. Ja? Das heißt, wir sorgen dafür, dass ein Link entsteht in Sites Enabled auf Sites Available. Und wenn sich da was ändert, dann müssen wir natürlich auch den Apache restarten. Und dann haben wir quasi die Virus-Config aktiviert. Ja? Und als Beispiel können wir einmal kurz uns das Template anschauen, ja, wie das aussieht. Apache, man gibt den Servernamen an, hier wird quasi die Domain benutzt, die wir vorhin in den Inventories definiert haben. Das heißt, wenn wir es auf Production deployen, steht hier quasi projectx.de oder com. Und in unserem Fall jetzt für Integration würde dann hier quasi projectx.in stehen. Ja. Und genauso ist es hier. Das System Environment wird eingesetzt und der Versionsfolder wird hier und hier eingesetzt. Ja. Und dann wird das quasi auf eurem Server kopiert. Das sind sogenannte Ginger 2 Templates. Damit kann man relativ viel machen. Aber wie gesagt, die Basics sind wirklich super easy. Sieht fast aus wie Twig, hätte ich jetzt gesagt. Versteht man, glaube ich, relativ easy. Genau. Dann, wie gesagt, das sind die Variablen, die wir quasi da reinpflanzen. Ja? Und die landen dann an den entsprechenden Platzhalterstellen. Ja? Recap. Was haben wir gemacht für unser Software-Deployment? Wir haben Inventories erweitert. Wir haben ein Deployment-Playbook angelegt, wir haben die Projektrolle definiert und wir haben die entsprechenden Tasks gebaut. Ja? Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir Ansible ausführen. Ansible-Playbook, Inventory, Integration, sagen wir jetzt hier. Und dann kommt jetzt das rein, was ich gerade gesagt habe, wir müssen ja irgendwie diese Version und wir müssen irgendwie sagen, wo die fertige App liegt, die wir jetzt wohin schieben wollen. Ja? Das machen wir mit diesem Extravas-Parameter. Das heißt, wir sagen, wir wollen diese Version definieren und unsere
fertig paketierte App, die liegt irgendwo hier, some local directory und da liegt die irgendwo. Ja? Und dann sagen wir natürlich, welches Playbook wir ausführen wollen. In unserem Fall Deploy Project X. Und dann läuft der Hase. Ja? Und dann, wenn alles gut läuft, könnt ihr euch die App quasi schon anschauen. Und jetzt ist der Trick, jetzt habt ihr es irgendwie verkackt. Das ist irgendwie nicht so geil, aber soll irgendwie vorkommen, habe ich gehört. Ja? Und jetzt erinnern wir uns kurz hier dran. Ja? Wir haben hier dieses Tag Rollback. Ja? Und im Template benutzen wir ja quasi hier die Versionsnummer. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben irgendwie, ich weiß gar nicht, haben wir es hier gesagt? Genau, wir haben hier die Version 1.1, die wir deployed haben. Ja? Und ich gehe mal davon aus, wir haben irgendwie vorher eine 1.0.0 deployed, ja? So ganz fies. Und was wir jetzt machen ist, wir gehen hin und sagen, okay, wir rufen Ansible auf und rufen einfach auch mit dem Tag Rollback und deployen wieder die 1.0. Und dann wird auch nur dieser Task ausgeführt, der das Tag hat. Und das heißt, ihr deployt einfach eine neue VHost-Config und startet den Apache wieder neu und dann ist sofort wieder die Version 1.0.0 aktiv. Ja. Man kann sich auch verkünsteln und gucken, ob das deployed ist, und wenn es nicht deployed ist, macht man die anderen Tasks auch nochmal oder solche Geschichten, und wenn dann das App-Verzeichnis nicht da ist oder wie auch immer oder nicht die Version hat, dann kann man auch wieder Fehler schmeißen und was nicht was. Aber das ist alles ein bisschen kompliziert, das irgendwie auf einen Slide zu bekommen, deswegen gehen wir einfach mal von aus, das Verzeichnis ist da. Ja? Aber das heißt, ja, wenn ihr es verkackt, dann könnt ihr auch relativ schnell wieder zurück. Ja? Und alleine das ist schon so ein wichtiges Juhu. Ja? Da muss man nicht mehr so viel Angst haben, wenn man Deployments anstößt. Ja? Und das heißt, Automatisierung ist, ja, jetzt haben wir alles automatisiert, ja, ist total super. Ja. Wenn wir haben die Systemkonflikt, ja, wir müssen das Repository klonen, dann executen wir Ansible und die Sache ist gegessen. Ja. Wenn wir Deployment machen wollen, dann müssen wir eine Version taggen, dann checken wir die Version aus, also dann führen wir Arndt aus, damit alles gemacht wird, und dann führen wir Ansible aus. Und dafür muss ich Ansible installiert haben und noch nicht langweilig. Ja? Und wir wollten ja langweilig. Ja? Das ist nicht schlecht. Ja? Not bad. Aber wie gesagt, ich will Knöpfe drücken. Mehr nicht. Nur Knöpfe. Ja? Und ich habe am Anfang gesagt, wir wollen hier hin. Ja? So alles, das eine stößt das andere an und so weiter und so weiter und so weiter. Und das heißt, wir brauchen irgendjemanden, der das für uns macht. Ja? Und das heißt, wir brauchen irgendwie einen Build-Server. Ja? Und ich bin so ein Jenkins-Freund, benutze also Jenkins. Ihr könnt aber auch Bamboo benutzen, was auch immer, ja. PHP, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, irgendwie PHP CI oder so kann man irgendwie benutzen. Wie heißt der? GitLab ist mittlerweile auch relativ, wenn ihr was auch immer benutzt. Ich glaube, die Enterprise-Version von GitHub oder auch irgendwie solche netten Features irgendwie. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Ich benutze Jenkins, den kann ich auf meiner Software per Ansible installieren. Und dann läuft der Hase und dann kann ich meine gespeicherten XML-Configs per Ansible deployen und dann wird das total super. Deswegen, Jenkins, ja, ist auch in Java geschrieben, ist ein Build-Server. Bei dem einen heißt Task, beim anderen Target. Das wäre zu schön, wenn es bei Jenkins gleich heißt. Nein, da sind es Projects. Ja? Aber es ist irgendwie alles immer dasselbe. Das Coole am Jenkins irgendwie, es hat so ein Bild im Jetty-Webserver. Ja? Das heißt, ihr müsst einfach nur das Jar ausführen und dann wird auf Port 8080 im Standard irgend so ein Webding hochgefahren und dann könnt ihr schon Sachen konfigurieren. Ja? Wenn ihr das produktiv deployt, macht es natürlich mehr Sinn, dann den Reverse-Proxy vorzuhängen und all so ein Quatsch. Aber wie gesagt, im Grunde, wenn ihr mal rumspielen wollt, einfach das Jar-File ausführen und schon läuft die Kiste irgendwie. Das ist relativ cool. Der braucht auch keine Datenbank, der speichert alles in super gruseligen XML-Files, deswegen ist er auch manchmal super schnell, aber er tut das, was er soll. Ja? Und wer hätte es gedacht? Es gibt ein Ansible-Plugin, was sich steigender Beliebtheit erfreut. Ja, das heißt, wie würde das jetzt aussehen, wenn wir quasi sagen, wir wollen, dass unser Jenkins quasi die Systemkonfiguration übernimmt. Ja? Unser Tischlein deckt dich.
Ja, das heißt, wenn wir uns den Jenkins anschauen, wir würden quasi so ein Projekt anlegen, also einen Job, würden das jetzt Server-Management nennen. Und dann müssen wir so ein paar Sachen konfigurieren. Ja, jetzt sagen wir ihm erstmal hier, was unser, wo unser Git-Repository ist für unser Ansible, was er ausführen kann. Ja, das tragen wir da ein. Und dann müssen wir ihm natürlich sagen, welches Playbook er ausführen soll und auch welchen Inventory. Ja, da wollen wir natürlich ein bisschen variabel bleiben. Und das Coole, was Jenkins einem bietet, ist, man kann quasi beliebige Eingabe- oder Bildparameter konfigurieren. Und da gibt es irgendwie so ganz wüste Dinge, die man machen kann. Und man kann zum Beispiel so eine Select, also ein Select-Input, und dann sagen wir, okay, wir nehmen den Inventory und wir geben einfach mal alle Inventories an, die wir so haben als Option. Und dann sagen wir auch, okay, welches Playbook wollen wir denn ausführen? Und dann sagen wir, okay, wir haben irgendwie jetzt die zwei Playbooks oder so, und dann tragen wir das ein. Ja? Dann müssen wir noch einmal die Ansible-Geschichte konfigurieren mit dem Ansible-Plugin. Dann sagen wir einfach, okay, welches Playbook wollt ihr ausführen? Da benutzen wir dann diesen tollen Input-Parameter, den wir gerade definiert haben, das Playbook. Und für das Inventory benutzen wir diesen tollen Inventory-Platzhalter. Und dann sieht das auch schon so aus, wenn ihr dann das Ding abspeichert und dann sagt, okay, ich möchte das jetzt ausführen, ja, ich möchte jetzt dieses tolle Projekt irgendwie einmal bauen, da gibt es dann diesen tollen Knopf hier, bauen mit Parametern oder Business Areas, und dann fragt er einen, okay, auf welchem Inventory willst du es ausführen und welches Playbook willst du ausführen? Und da sucht man sich dann einfach das aus, was man haben möchte irgendwie, sein Integration, und sagt, ich will, dass mein Webserver installiert wird. Und dann drückt man auf Bild und dann läuft im Hintergrund Ansible, und das heißt, wir machen einen Push nach Git, und man kann den Jenkins auch so konfigurieren, dass er ständig das Git-Repository monitort oder wie auch immer, und dann kann man automatisch zum Beispiel Sachen in Integration, Sachen pushen oder wie auch immer, oder deployen, aber es ist eigentlich nur noch ein Knopf. Ja? Fertig. Kann jeder. Als nächstes, ja, Software Packaging, ja, das Paketieren, ja, und das Deployen gucken wir uns jetzt quasi in einem an. Ja, das heißt, wir bauen jetzt einen Job, der heißt, wir machen Project X Integration. Ja, das heißt, wenn wir da drauf drücken, dann wird unsere Software genommen, der aktuelle Stand, und wird einfach in die Integrationsumgebung gespielt. Ja, dazu müssen wir natürlich sagen, okay, welche Version wollen wir deployen, das ist wieder so ein Eingabeparameter. Ja, dann müssen wir sagen, okay, wo liegt denn unser Projekt? Da haben wir irgendwie auch so ein tolles Git-Repository hoffentlich, wo unser Project X drin liegt. Und jetzt kommt einer der coolen Vorteile von Ant, im Gegensatz zu vielen anderen Build-Tools. Ant hat eine mega gute Integration in Toolchains, weil es eben schon ein bisschen älter ist. Ja? Und es hat eine automatische Integration in Jenkins zum Beispiel. Ja? Das heißt, ihr könnt einfach sagen, ich will einen Antask ausführen. Ja, das ist standardmäßig mit dabei. Auch die IDE-Integrationen von IntelliJ, Eclipse und wie sie alle heißen, die haben alle Ant-Plugins oder so, über die ihr dann relativ schön einfach per Knopfdruck aus der IDE eure Targets ausführen könnt. Irgendwie. Das ist relativ sexy. Das gibt es natürlich in PHP Storm, glaube ich, auch für Fing. Aber wie gesagt, wenn ihr Ant benutzt, geht das in fast allen IDEs, hätte ich jetzt mal ist wirklich nett. Ja, die Standardintegrationen sind echt ganz cool. Aber hier sagen wir, okay, wir wollen einfach Bild ausführen. Ja? Und dann müssen wir natürlich wieder unser Ansible-Plugin ein bisschen konfigurieren. Dann sagen wir, okay, wir wollen unser Project X Deploy Project X Playbook ausführen. Und hier sagen wir jetzt, wir wollen das auf jeden Fall auf dem Integration Inventory machen. Und das, also wir haben ein Integration Bild, ja, das heißt ein Integration Projekt. Job, wie auch immer, ja, da drücken wir drauf und dann wird quasi Integration deployed. Ja, und wenn wir das für Production haben, haben wir dafür ein eigenes Bild und so weiter. Und ja, kann dann so nette Ketten bauen, Pipelines heißt das irgendwie jetzt in Jenkins, super neu, und ja, da kann man sich einen Wolf konfigurieren mittlerweile. Genau. Dann konfigurieren wir natürlich noch die Variablen, die wir jetzt an Ansible übergeben müssen. Das ist die Version und das Verzeichnis. Und das Verzeichnis ist quasi das Arbeitsverzeichnis des aktuellen Jobs, ja, das Working Directory, ja, Workspace. Das heißt, Jenkins checkt das Repository aus, führt da die ganzen Skripte aus und dann sagt er, okay, hier liegt jetzt meine fertig paketierte App. Ja, und das ist eigentlich quasi das Verzeichnis, was ich als App auf meine Webserver deployen möchte.
Ja, das ist quasi die Konfiguration. Und wenn man dann sagt, okay, ich möchte das ausführen, ja, man drückt wieder hier diesen tollen Knopf, ja, Build with Parameters, und dann fragt er einen, okay, welche Version möchtest du denn in die Integration deployen? Und das heißt, dann läuft das Ding und sehr schön, fertig. Ja? Das heißt, was muss man noch machen? Man muss noch eine Version deployen und den zweiten Button drücken, wenn man nicht selbst hingeht und sagt, okay, bitte guck alle 5 Minuten, was im Repository ist, und deploy das einfach auf Integration oder so. Das heißt, ein Knopfdruck und fertig ist die Hoffnung. Ja. Was haben wir also gemacht? Ja, wir haben den System Management Build gemacht, ja, wir haben Software Management Build und wir führen eigentlich alles aus mit einem einfachen Klick. Ja. So. Das, finde ich, fängt jetzt schon an, so ein bisschen langweilig zu werden. Ja, das kann jetzt schon nachher machen. Ja. Und damit habe ich nichts mehr zu tun. Jetzt, ich kann mich wieder um super coole, spannende, neue, komplizierte, sonstige Probleme kümmern. Ja, das ist quasi mein Ziel. Ja. Dann bin ich auch am Ende. Dankeschön. Dumme Frage. Du hast jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, dass du dein Apache neu startest. Das machst du noch nicht wirklich, oder? Mhm. Klar, wenn du. Also auch auf Production? Auch Production, ja. Klar, wenn ihr Sachen habt wie Sessions, die irgendwie nicht auslaufen sollen, oder wenn ihr offene Connections habt oder so, ist das vielleicht nicht der Weg, den man gehen sollte. Ja. Aber in meinem Fall funktioniert das. Meine App hat das alles nicht. Ich habe eine ganz einfache, simple App mit einer total komplizierten Bildchain. Die benutzt alles, was man kann. Aber ja, man muss halt immer gucken, was man tut. Ja, also bei mir ist es jetzt so, also jetzt in dem Beispiel, starte den Webserver neu. Das ist in vielerlei Fällen funktioniert das wie nicht aus gesagten Gründen. Ja, dann sind die Sessions weg oder was auch immer irgendwie passiert. Oder er droppt gerade eine Connection, die aufgebaut wird. Und das verärgert vielleicht manchen Kunden. Ja, wie gesagt, in dem Anwendungsfall hätte ich jetzt gesagt, ist das bei uns nicht richtig relevant. Ja, so. Habe ich dir noch eine Frage? Ja. Das End ist ja quasi dafür da, dass du den ganzen Zeug da verbinden willst. Das ist dein lokaler Bildserver. Genau. Ja, also. Hast du Erfahrung damit, ob das auch auf dem Cloud-basierten CI-Geschichten funktioniert? Also, wir nutzen Service CI zum Beispiel oder Travis oder was? Genau, auf Travis geht's, glaube ich, ja. Also ich bin doch relativ viel Travis. Da müsste ich überlegen, aber doch geht, ja. Genau. Ja. Also macht zum Beispiel Dokumentationsbild irgendwie über Travis und der führt, das habe ich alles in Art konfiguriert. Travis macht, ja. Mit dem PHP Integration oder PHP CI oder wie er heißt, Continuous Integration. Ich glaube, die sind so PHP fokussiert irgendwie, dass sie diese Java Tools nicht unterstützen oder nicht zum Beispiel. Aber wie gesagt, die haben dann andere Möglichkeiten oder andere Tools, mit denen ihr das quasi Fing. Und Fing funktioniert, wie gesagt, Fing ist einfach ein Klon in PHP. Das heißt, die Konfiguration sieht fast identisch aus. Er hat dann so ein bisschen ein paar PHP spezifische Features mehr. Aber im Grunde ist es die gleiche Konfiguration, ja. Das gleiche. Ich will noch was ergänzen, also hat ja vorhin den Gruppas-Ordner gezeigt, wo wir zu den entsprechenden Webservice-Gruppen oder Webserver-Gruppen gibt natürlich auch Hostbars, also wo du dann pro Host das Ganze machst. Und dann finde ich es noch wichtig zu wissen, bei den Rows kann man den Codes-Ordner machen. Da kann man die Variablen reintragen, die also gesetzt werden, wenn nichts anderes konfiguriert ist. Ich benutze das mal dann bei den Roles, um halt für mich immer zu wissen, welche Variablen habe ich überhaupt definiert, um die dann später bei den Hosts einzutragen oder ähnliches zu überschreiben und so. Das finde ich noch wichtig für mich jetzt im Alltag. Genau, also man kann mit Ansible kann man, ich wollte jetzt nicht zu viel erzählen, weil da kommt ja gleich noch ein bisschen Information zu, ja, aber man kann echt extrem viel Sachen machen. Man kann Sachen verschlüsseln und Sachen, dass man zum Beispiel Passwörter verschlüsselt im Ansible ablegt. Und die dann quasi im Konfigurationsfeld geschrieben werden und solche Geschichten. Das heißt, wenn man es im Repository abspeichert, die ganzen Passwörter, dann liegen die da verschlüsselt drin. Auf den Produktionsservern oder wo auch immer es hingeployed wird oder so, werden die dann aber durch Ansible wieder entschlüsselt irgendwie. Ja, das, mit Ansible Vault, das ist richtig cool.
cool, und auch in den neuen Android-Versionen ist es mittlerweile richtig sexy. Irgendwie. Vorher musste man irgendwie die komplette Datei verschlüsseln. Mittlerweile kann man sogar nur einzelne Variablen-Keys in Dateien verschlüsseln. Also dagegen ist es, bewegt sich richtig was. Ja. Ist echt cool. Also da haben die echt viel Hirnschmalz reingesteckt, sag ich mal. Genau, also der, in dem Fall braucht natürlich der Build-Server Zugriff auf deine Maschinen in dem Sinne. Ja, aber das ist dann der Build-Server und ich und keine 20 anderen Entwickler, die, die vielleicht mit SSH nicht so gut umgehen können, sage ich jetzt mal. Ja. Aber es ist grundsätzlich so, ja, du brauchst, der Build-Server braucht einen Key, um quasi auf die Maschinen zu kommen. Ja. Man kann das irgendwie mit einem Rootkey machen, das ist jetzt nicht vielleicht die sicherste Variante, deswegen kann man auch einen normalen Benutzer nehmen und dem Sudo-Rechte geben und dann kann der auch Software installieren. Und dann kann man im Playbook konfigurieren, ob er Sudo machen soll oder nicht und all solche Geschichten. Und dann macht er einfach vor jeden Install-Befehl oder der merkt dann selbst, wenn er einfach Sudo machen sollte. Ja? Und dann sagt er einfach, ja, wenn du Sudo brauchst, mach Sudo und dann schneidet er das von alleine. Das ist auch ganz nett. Ja? Hast du da schon mal den Fall, dass du quasi über SSH auf anderen SSH musstest? Also bei uns heute so, wir haben quasi ein SSH-Gateway, wo wir durch müssen. Und bei unserem Service CI haben wir das Problem, dass wir theoretisch quasi ganz Westamerika als IP-Range aufmachen müssen. Das ist halt ein bisschen scheiße. Ja. Deswegen ist halt die Frage, ob es da eine Möglichkeit gibt, dass man so hoppen kann. Hatte ich bis jetzt noch nicht, müsste ich passen irgendwie. Aber du kannst, lass mich kurz überlegen, ich weiß nicht, ob es einfach out of the box geht, du kannst natürlich wieder Commands ausführen auf dem Server, die dann, aber das macht natürlich, das wäre dann wieder eigene Commands. Deswegen, ich wüsste es jetzt out of the box nicht. Würde mich wundern, wenn es nicht geht, sage ich mal, aber ist bestimmt irgendwie ein bisschen tricky config. Also man kann irgendwie Ansible wirklich wild konfigurieren, da gibt es Optionen, die man eingeben kann, wenn man will. Also wenn man so Standardfälle hat wie jetzt sowas hier, dann muss man sich damit nicht beschäftigen, aber es ist relativ umfangreich, muss man sozusagen. Ja. Also man kann schon relativ viel an der Schraube drehen. Du hast jetzt in dem Beispiel, das war jetzt eigentlich relativ einfach, aber wenn jetzt eine Datenbank dazu kommt, die du auch dann wäre die Skripte länger, ja. Okay, also gerade wenn du Migrationen fährst oder du Migrationen skriptest. Ja. Also wir haben jetzt gerade eine MySQL-Migration irgendwie bei Ansible gemacht. Mhm. Wir hatten noch eine 5.5 MySQL und haben jetzt dann über Ansible auf eine 5.6 und dann direkt auf eine 5.7 migriert irgendwie. Das war schon, das hat ein bisschen gedauert, bis die Skripte standen. Ja, das ist einfach ein bisschen Arbeit dann. Aber dafür ist es dann reproduzierbar für dich. Ja. Also wenn es dann du ziehst einfach einen Dev-Server hoch, machst einfach die Installation, die aktuell ist, ja, und dann gehst du hin und lässt halt durchlaufen. Ja, und wenn es kracht, musst du halt dann erstmal wieder gucken, okay, was muss ich noch tun, was kann ich machen, und dann kannst du dasselbe wieder von vorne starten. Ja. Fährst eine Dev-VM hoch, installierst den Kram, der jetzt aktuell ist, und fährst dann das Playbook drauf, der das Update macht. Und das kannst du so lange machen, bis es auch mal funktioniert. Und dann testest du das in einer Umgebung oder auf einem Server oder wie auch immer, und dann bist du relativ safe. Ist schon Aufwand. Also es ist jetzt nicht, dass du Upgrades oder Softwareänderungen, die du sonst hart machst, ja, dass du die auf einmal geschenkt bekommst. Das ist trotzdem immer noch Aufwand. Ja. Also wie gesagt, also an der MySQL-Migration haben wir ein bisschen gesessen, ja, bis wir es geskriptet hatten. Ja, aber einfach Rollback geht ja vielleicht nicht unbedingt. Dann nicht mehr, ja genau. Also in dem Fall ist es jetzt auch so einfach, ja, du deployst eine Software und du hast keine Datenbankänderungen. Ja, also in dem Fall, ja, sondern die deployst die Software und fertig. Ja. Wenn sich natürlich gleichzeitig noch Datenbank ändert, musst du wieder, keine Ahnung, Datenbank-Update-Skripte laufen lassen und wenn die den Rollback machst, müssen die vielleicht auch wieder zurücklaufen oder so. Ja. Diese ganze File-Deployment, das ist relativ super easy, ne? Aber sobald du halt diese ganze Datenbank-Deployment-Geschichten reinbekommst, da finde ich halt zum Teil jetzt hier Plattform SH, ich weiß nicht, ob das das finde ich halt da recht sexy, weil sie halt quasi wenn jetzt dort ein neues gibt, Branch oder ein Tag ausrollst, ne, dass du dir dann quasi
für jede Stage quasi das immer wieder klont und dann hast du gleich quasi so eine geklonte DB auch, wo du dann deine Migration da irgendwie erstmal drauf ausführen kannst. Genau, also wenn du bis zu einem gewissen. Sowas ist halt, ne, das ist jetzt natürlich wieder so ein SAS-Anbieter, ne, aber sowas bräuchte man quasi ja selber auch bei den, sag ich mal, Production Deployment, wenn man das irgendwo beim Kundensystem irgendwo hat, ne, und dann quasi diese Stage-Umgebung muss dann eigentlich auch immer jedes Mal erstmal die Datenbank klonen oder so und dann quasi darauf die Integration ausführen, damit man es rein theoretisch wieder auch zurückrollen kann. Ja, ja, klar. Also wenn du zum Beispiel sagst, du willst jetzt für jeden Feature-Branch einen eigenen Host haben oder einen eigenen, keine Ahnung, VM, was auch immer, ja, dann hast du natürlich schon ein bisschen was zu tun, wenn das eine eigene Datenbank, eigene Finger, so einen eigenen Datenbestand haben soll oder so, dann wird es natürlich ein bisschen umfangreicher. Ja, das ist ja schon meistens, wenn du halt irgendwie, ja, es gibt irgendwelche Feature, die länger ausgerollt oder die länger in der Entwicklung sind, da hast du irgendwelche Zwischenschritte, die abgenommen werden müssen, dann kommt der Kunde aber und sagt, ich brauche aber jetzt noch ganz schnell das Feature, das muss auch vorher ausgerollt werden, da hast du den nächsten Feature-Branch, der muss auch abgenommen werden. Na, da geht es dann schon los, dass du auf deinem Staging-Ding hast du dann irgendwie Dev 1, 2, 3 oder so, ne? Wo dann, ja. Dann, also da, das ist ja dann immer das Eklige. Auf jeden Fall. Das Gute, ich habe in einer guten Situation irgendwie bei uns im Datenbank-Update-Chefsache. Ja, das heißt, wenn du irgendwann zig Millionen Einträge in der Datenbank hast, ja, dann änderst du nicht einfach irgendeine Spalte, weil das kann schon mal ein bisschen länger dauern. Ja? Und das heißt, wir haben keine automatisierten Skripte, die irgendwas. Auf keinen Fall, ja, kann irgendjemand was ins Repository einchecken, was in der Produktion automatisch die Datenbank verändert. Ja, das gibt es einfach nicht. Ja. Es gibt bei uns die Richtlinie, Datenbankänderungen sind immer abwärtskompatibel. Ja, das heißt, du kannst eine Datenbankänderung einspielen und deine jetzige Software funktioniert mit den bestehenden Datenbankkonfigurationen, ja, oder mit den neuen Konfigurationen. Und dann kannst du ein Software deployen und dann kannst du auch wieder ein Rollback machen, weil es soll ja immer noch funktionieren. Ja, ja. Ja, da gibt es ja so Best Practices, dass man sagt, irgendwie immer im übernächsten Schritt die Sachen entfernen, die man. Ne? Genau, und dann kommst du natürlich, du musst natürlich dann wissen, okay, ich kann jetzt noch eine Version zurückgehen, aber zwei vielleicht schon nicht mehr. Genau. Ja? Und da muss man halt dann immer den Trade-off machen. Wann, ja, wann markieren wir eine Version so, dass sie in der Produktion nicht mehr supportet wird? Ja? Ja. Wie gesagt, bei uns, wie gesagt, wenn man kleine Datenbanken hat, dann kann man die auch automatisiert verändern. Ja? Aber jetzt sind wir so lange auf den Tiefflug, geht es immer noch. Genau. Wegschmeiße oder irgendwelche Spalten im Internet wird dann eklig. Ne? Ja, also wenn du wirklich beides und vor allem wenn du dann irgendwann Sachen separat hast. Ja, du hast da hinten deinen Webserver und da vorne deine Datenbank und dann musst du gleichzeitig Software ausrollen, dann hast du eigentlich immer schon verloren. Ja? Also dann, ja, das sind dann die Admins, die irgendwann oder die Leute, die um 3 Uhr morgens dann Software deployen. Ja? Die dann irgendwie, ah ja, okay, jetzt kann ich meine Software deployen. Das ist keine, dann nochmal geguckt, ob wirklich keine aktiven Sessions mehr da sind, außer der Google-Bot und dann wird quasi Software deployed. Das sind halt Zustände, die man, wenn es irgendwie geht, vermeiden will. Ja, klar. Ja, ja, klar. Wird es halt schon schwierig. Dann kannst du auf den Servern, auf denen du für Amerika auslieferst, den bläufst du halt um 4 Uhr nachmittags und bei den anderen machst du es dann halt um 3 Uhr nachts. So. Ja, klar. Dann hast du deine Inkonsistenz. Ja. Weil den Backup-Skript, was du damals bei deinem ersten Tor vorgestellt hast. Mhm. Das PHP-Backup-Skript, was du bei deinem ersten Tor vorgestellt hast. Das können wir gleich integrieren in Ansible. Ja, genau, das ist bei uns auch geskriptet. Also es läuft auch, wie gesagt, es läuft auch quasi immer, wenn, wenn du die Datenbank backupen willst oder so, wird halt das Ding mit deployed. Wenn du irgendwie irgendwelche Uploads oder so deployen willst oder so, wird das Ding mit gebackupt oder so mit deployed. Das wird schon auch gemacht. Oder? Wie gesagt, man kann irgendwie sich nette Sachen zusammen konfigurieren, wenn sie die dann jeweils passieren sollen oder so. Was schön ist, man kann das eben auch lokal benutzen. Ja? Man kann dann dieselben Ende-Skripte auch benutzen, um sich eine lokale VM hochzufeuern. Ja? Und dann die lokale VM zu konfigurieren. In diesen, also den neuen Jenkins hast du ja auch irgendwie dieses Jenkins-File, was quasi so ähnlich ist wie bei Travis, und da quasi deine Pipelines machen, hast du das schon mal probiert? Oder? Genau, also der Jenkins hat jetzt auch Configuration as Code. Ja. Ja. Ich habe damit noch nichts gemacht, weil ich eben noch die netten alten Konfiguration XML-Files irgendwie rumliegen habe und backupe und irgendwie deploye oder solche Geschichten. Ja, der Touch Running System. Ja, genau. Also ich habe jetzt irgendwann vor ein paar Tagen den neuen Jenkins einfach mal frisch neu installiert und stand vor dem kompletten neuen User Interface und dann erstmal so, oh, so sieht das also jetzt aus. Ja. Und war erstmal ein bisschen so, ja, da glaube ich, muss ich mich noch mal ein paar Tage damit beschäftigen. Das kann ich auch empfehlen. Also
Vielen Dank nochmal. Ja, also,